Hallo, ich bin in den letzten Tagen mehrmals gefragt worden, was ist denn dran an dieser Abmahnung von Rechtsanwalt Füllmich im Auftrag eines Karaoke-Barbetreibers aus Berlin gegen Professor Drosten? Der soll Schadensersatz bezahlen und es unterlassen, bestimmte Dinge zu behaupten, es gäbe ein Virus und PCR-Testungen hätten einen Effekt oder einen Nutzen und so weiter. Und ich habe mir jetzt oft gedacht, ist es wirklich nötig, dazu Stellung zu nehmen, weil diejenigen, die glauben, Kollege Füllmich betreibt einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft, der vielleicht auch unabhängig davon ist, ob diese Klage jetzt gewöhnlich, ungewöhnlich, chancenlos ist, die werden ohnehin mir nicht glauben. Und die anderen, die sowieso sagen, das ist ja alles nur Klamauk, die brauchen es wahrscheinlich auch nicht nochmal hören. Aber für diejenigen, die trotzdem wissen wollen, was ist denn juristisch dran, könnte man vielleicht ein paar Sachen sich näher anschauen. Man stellt fest, Kollege Füllmich hat Erkenntnisgewinne in letzter Zeit, also die Argumentation wird durchaus besser. Zum Beispiel ist er auf den Aspekt eingegangen, dass die Kausalität ja nicht alleine bei Drosten lag. Während wir bei der amerikanischen Sammelklage gesagt hatten, es fehlt für eine Haftung schon allein daran, dass der Meinungsbeitrag von Professor Drosten nicht ursächlich ist dafür, dass die Bundesregierung diese Maßnahmen verhängt hat, kommt er nunmehr mit 830 BGB, also der Mittäterschaft, Beihilfe, dem Aspekt, ja, vielleicht ist Drosten nicht alleine, aber er ist einer von mehreren Gehilfen und Mittätern, die dazu beigetragen haben, dass der Staat diese fürchterlichen Verordnungen, Gesetze erlässt, die dazu führen, dass die Karaoke-Bar schließen musste. Ist das denkbar? Ja, an sich ist es denkbar, dass mehrere Personen zusammenwirken, weil der 830.1.2 insbesondere für die schwierige Situation gemacht worden ist, dass ein Geschädigter nicht genau weiß, gegen wen er die Beweise führen muss. Beispielsweise einer ist von zwei Hundehaltern, so steht es in der Kommentarliteratur oder der Rechtsprechung, verletzt worden, weiß aber nicht, welcher von beiden es war, aber beide haben irgendwie zusammengewirkt. Oder bei einem Verkehrsunfall, wo mehrere beteiligt waren, aber man nicht ganz genau weiß, welcher Tatbeitrag bei so einer Massenkarambolage jetzt maßgeblich war, da kann man auf diese Figur rekurrieren. Taugt das im vorliegenden Fall? Nein, nicht wirklich. Es fehlt schon an der Anspruchsgrundlage und da kommt es auch nicht darauf an, dass man, gäbe es eine Anspruchsgrundlage, über Mittäterschaft einen Anspruch zurechnen kann. Es fehlt zunächst einmal an der Grundlage dafür, dass Professor Drosten oder andere Wissenschaftler zusammen dafür haften, dass die Karaoke-Bar einen Schaden erleidet. Ein Schaden mag vorliegen, Schließung erzeugt einen Vermögensschaden, aber eine Haftung für einen Rat oder eine Empfehlung entsteht immer erst dann, wenn eine Vertragsbeziehung besteht oder eine unerlaubte Handlung begangen wird. Und eine unerlaubte Handlung wiederum muss in diesem Fall eine sein, die ins Rechtsgut direkt eingreift. Haben wir hier auch nicht, 823 Absatz 1. Also bleibt nur die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, 826, der Notnagel aus dem Deliktsrecht, der im Grunde genommen nur dann gezogen wird, wenn ein so himmelschreiendes Unrecht besteht, und ich weiß, Querdenker denken, das ist ja himmelschreiendes Unrecht, und hier jemand sehenden Auges eine völlig falsche deliktische Handlung vorgenommen hat. Und jetzt kann man das schwer widerlegen, wenn ein Querdenker glauben will, dass Herr Drosten vorsätzlich wieder besseres Wissen eine Geschichte erfunden hat über PCR-Tests und Viren, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Und wenn das auch ein Gericht glauben würde, über die mehreren Instanzen weg, ja, dann könnte man tatsächlich über 826 nachdenken. Schwierigkeiten hat man natürlich trotzdem wieder mit der Kausalitätskette. Also wir hätten jetzt vielleicht eine deliktische Handlung, wenn Herr Drosten absichtlich sich ausgedacht hat, wie können wir diesen Staat und möglichst viele Unternehmen schädigen? Ich denke mir einfach was aus und wenn ich es geschickt mache, gehen die mir alle auf den Leim. Könnte man ja annehmen. Der Anspruch, den man hat gegen staatliches Handeln, ist aber nicht 826, 830, also Mittäterschaft einer schädlichen, sittenwidrigen, vorsätzlichen Handlung, sondern 839. Der Staat haftet für seine Fehler gegenüber den Bürgern aus der Amtshaftung zusammen mit 34 Grundgesetz, aber auch nur dann, wenn der Geschädigte nicht anderweitig Ersatz bekommen kann. Und dieser Ersatz ergibt sich aus dem Infektionsschutzgesetz. Aber natürlich könnte man auch sagen, damit kriege ich nicht alles, was ich haben will. Es bleibt ja noch ein Schaden übrig. Und da könnte man jetzt gegen den Amtsträger vorgehen. Wer ist der Amtsträger? Naja, die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Bayern, Freistaat Sachsen, das Land Berlin, also der Staat,
das sind in diesem Fall die Bundesländer, und gegebenenfalls auch die persönlich handelnde Person, wenn also ein Amtsträger, ein Beamter im Gesundheitsamt vorsätzlich gehandelt hat. Unser Rechtssystem basiert darauf, dass man Beamte ein wenig vor dieser persönlichen Haftung schützt, deshalb ist die Hürde extrem hochgelegt. Und Vorsatz nachzuweisen setzt also voraus, dass man vorsätzlich erkannt hatte, dass die Regelungen alle Unsinn sind. Machen wir es mal andersrum. In dem Moment, wo jemand nachweist, dass er geglaubt hat, dass es dieses Virus gibt, dann handelt er schon nicht mehr vorsätzlich. Wenn jemand im guten Glauben gehandelt hat, es gäbe ein Virus, das sich über PCR-Testungen zumindest ansatzweise nachweisen lässt, ist der Fall eigentlich schon tot. Der Nachweis, der hier geführt werden muss, geht weit darüber hinaus, dass wir eines Tages feststellen, oh, die Wissenschaft kommt zu einer neuen Erkenntnis, PCRs können auch mal falsch liegen. Es muss auch aus der Ex-ante-Perspektive, also aus der jetzigen Sicht, erkennbar sein, dass ein Glauben an eine Pandemie völlig illusorisch ist. Und da gilt wie in dem anderen Video auch, glaubt ihr wirklich, dass die Justiz in diesem Staat diejenigen sein werden, die sagen, es war alles nur eine Verschwörung und ausgedacht? Und spätestens an der Stelle, wenn wir schon nicht juristisch, dann doch wenigstens logisch argumentieren, müsste man erkennen, dass es eine Aussicht auf Erfolg für diese Klage nicht geben kann. Der Karaoke-Barbetreiber macht jetzt hier erstmal einen Teilbetrag von 50.000 Euro geltend, und das ist interessant. Teilbeträge geltend zu machen, macht man normalerweise, um das Kostenrisiko zu vermeiden. Also um eine Klage auf Schmerzensgeld, Schadensersatz nur aus einem geringeren Gegenstandswert zu betreiben. Das führt dann dazu, dass die Kosten, Gerichtskostenvorschüsse niedriger sind. Wenn jetzt allerdings eine negative Feststellungsklage erhoben werden würde, würde sie sich danach richten, welcher Anspruch behauptet wurde. Und diese Abmahnschrift liest sich so, als glaubte der Karaoke-Barbetreiber, dass Herr Drosten verantwortlich sei für den täglich auflaufenden Umsatzverlust, also den gesamten Schaden. Und der kann durchaus einige Millionen betragen. Jedenfalls ergibt sich das so aus den Unterlagen, das soll eine sehr große Karaoke-Bar sein. Nachdem also Herr Füllmich für seinen Mandanten den Anspruch dem Grunde nach nicht beschränkt, sondern nur einen Teilbetrag geltend macht, steht es natürlich einem potenziellen Beklagten Professor Drosten frei im Wege der Wiederklage, ohne Gerichtskosten einzahlen zu müssen, auf das Nichtbestehen eines Anspruches in Höhe von 1 Million, 2 Millionen, was auch immer, zu klagen. Und dann könnte der Rechtsstreit tatsächlich interessant werden, weil sollte es dem Karaoke-Barbetreiber nicht gelingen, Herrn Drosten nachzuweisen, dass er in blankem Vorsatz gehandelt hat, was sehr wahrscheinlich ist, also der Beweis wird misslingen, ist das, was wahrscheinlich ist, dann ist er verpflichtet, die Kosten für Gericht und Gegenseite, also die Prozessvertreter von Herrn Drosten, zu tragen. Letzten Endes wird es diesen Rechtsstreit nicht geben. Weder wird Kollege Füllmich die Klage einreichen, das ist spekulativ, natürlich könnte es machen, machen Sie doch, noch wird Herr Drosten auf die Abmahnung antworten, die ja als so genialer Schachzug gepriesen wurde. Herr Drosten hat Besseres zu tun, als sich mit diesen Scharmützeln aus der Reserve locken zu lassen. Das Gleiche gilt auch für diesen Fonds, der in Schweizer Franken da geführt wird, mit dem dann also eine Wette betrieben wird. Hier versuchen Querdenker, einen Wissenschaftler auf das Schlachtfeld zu locken, entweder indem sie ihn beleidigen, verklagen, bedrohen oder mit einer Wette anlocken. Es macht keinen Sinn, auf so etwas ernsthaft einzugehen. Das ist ein Schauspiel, das findet in Social Media statt für die Anhänger. Und ja, ich mache da auch mit und versuche sozusagen die juristische Seite davon zu erklären. Aber wir sollten nicht ernsthaft erwarten, dass dieses Spiel in die Arena vor Gericht getragen werden wird. Anders allerdings mit der Klage von Querdenken 711 und Michael Ballweg gegen den goldenen Aluhut. Gerichtskosten sind hier eingezahlt. Klageschrift ist fast fertig. Wir redigieren sie noch ein wenig, weil sich immer weitere Erkenntnisse darüber ergeben, wer jetzt wo welches Geld bekommen hat. Und da ist es echt super, dass Herr Ballweg zu jeder Anfrage eine Pressemitteilung herausgibt, bei der er sich oft um Kopf und Kragen redet. Wir leiten die dann ebenfalls zu Gericht weiter für die Fragestellung, ob Querdenken jetzt eigentlich ein Gewerbe, ein Privatkonto, Privatvermögen oder ein Handelsgewerbe, eine OHG oder eine GbR ist. Bleiben Sie dran, wir werden weiter darüber berichten.